Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu meinem ersten Video. Ja, heute mal 90 Euro versus Casino. Wir schauen mal direkt rein. Ihr könnt gerne abonnieren. Hier bohrt gerade bei mir jemand. Also, wenn man das im Video hört, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Ich würde sagen, als ersten Akt, schauen wir mal. Ich spiele übrigens bei Kazombie. Ich habe jetzt nichts verlinkt. Keine Ahnung. Das ist ja. Die Leute machen ja immer ihre Affiliate-Links rein. Keine Ahnung, ist jetzt bei mir gerade noch nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwann kommt. Ich hatte mir überlegt, Buffalo Megaways einmal Free Games zu kaufen. Buffalo King Megaways. Für ein 20 einmal Free Games kaufen direkt, damit wir direkt mal zum Start hier ein bisschen Free Games Action haben. Wieso nicht, meine ich. So, jetzt mal kurz schauen, wie das soundtechnisch ist. Ist vielleicht ein bisschen laut, die Slot. Machen die mal ein bisschen leiser. Wenn das zu leise ist, müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Ich habe es jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Nicht, dass es zu laut ist. Besser zu leise als zu laut, die Maschine. Kaufen wir mal den Free Spins. Let's go. Ich habe keinen Bonusbetrag. Das muss ein Bug sein. Müssen wir nochmal refreshen. Keine Ahnung, ich habe keinen Bonusbetrag drauf. Ich kann es euch auch zeigen. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich zeige euch das gleich, wenn das jetzt geklappt hat. Ich denke, das ist ein Bug. Oder es ist ein Fehler in der Maschine. Kann natürlich auch sein. Kaufen wir einfach nochmal. Jetzt wäre es an, ne? Ja, okay, wir kaufen einfach nochmal. Mal gucken. Okay. Wartet. Ups, da habe ich irgendwas geöffnet. Hier, ich zeige euch das. Ihr Echtgeldguthaben beträgt 90 Euro. Also, den Fehler hatte ich auch noch nicht. Gut, dann kaufen wir einfach bei Bonanza. Hier, Bonanza, Sweet Bonanza hier. Keine Ahnung, ich wollte da jetzt eigentlich kaufen, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Dann können sie mich auch mal am Arsch lecken. Ich sag's euch so, wie es ist. Kaufen wir eine Runde bei Sweet Bonanza ein. Feature bei. Ja, wollt ihr mich verarschen? Aber ich habe auch nicht mal offene Bonis laufen oder so. Es macht. Ach, hier! Doch, ich habe hier offene Bonis laufen. Okay, Moment mal. Ah, Moment. Schauen wir mal kurz. Aber hier steht jetzt, keine Ahnung. Ach, wisst ihr was? Entfernen wir einfach den Bonus so. Flap. Entfernen die Scheiße. Sorry. Das ist jetzt nicht optimal im ersten Video. Direkt mal 3 Minuten kein Game gezockt. Aber Startprobleme können passieren. Ich sag's euch so, wie es ist. Hoffe, euch gefällt das Video am Ende trotzdem. Kaufen wir jetzt für ein 20 jetzt endlich Buffalo King Megaways. Ja, war gerade ein bisschen Krise, aber okay, passiert, ne? So, gehen wir runter mit meinem Satz auf den 20 Cent. Weil kaufen müssen wir immer. Mache ich immer ein bisschen weniger, klar. 4 Stück, ist das normal? Keine Ahnung, kann sein. Bin ich jetzt nicht so. Ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt. Also, ich wollte das jetzt selber gerade erst mal zocken. Ich kenne das gar nicht so. Okay. Können da Multis droppen, weil da jetzt Tumblewind steht? Ja, das war auf jeden Fall nicht so krass jetzt. Bruder? Was ist das? Ah ja, da ein Zweier-Multi, okay. Nochmal Bonus. Oh. Ja, okay, da können anscheinend Multis droppen, Jungs. Okay, hier, Multis. Wichtig und richtig. Mal 3. Mal 6. Komm, jetzt irgendwas. Gönn noch ein bisschen mehr, gönn noch ein bisschen mehr. Oder Multis. Oh, okay. Aber 8 Euro. Brauchen wir nochmal so einen Hit und wir sind schon mal plus minus 0. Das war jetzt schlecht. 14 Cent, we taken's. Plus Multi. Aber das war jetzt auch nix. Oh, komm, kommt, Jungs. Jetzt haut noch mal was raus hier.
Okay, 22 Cent, da brauchen wir noch mehr. Ja, noch ein bisschen mehr. Oder nochmal Bonus? Keine Ahnung. Kriegen wir jetzt Freispiel extra? Nee, ne? Mit zwei Stück nicht. Nee. Oh, aber da kann noch ein Bonus-Symbol droppen. Komm, noch ein Bonus-Symbol, Bruder. Oh, was ist das? Was ist das? Hau nochmal was raus jetzt. Oh, wichtig. Okay. Können uns nicht beschweren. Und jetzt noch irgendwas. Ja, okay. Jungs, Multis oder noch was? Oh, aber not bad. Not bad. Not bad. Not fucking bad. 19,68 Euro. Jetzt nochmal irgendwas vielleicht. Ah. Buffalo hierhin. Ah, mal 3, okay, das juckt jetzt nicht. 18 Cent. Komm, jetzt letzter Spin. Ah, Schmutz, Digga. Okay, aber 36 Flocken zum Beginn aus dem 20, kann man mal machen. Ich hau mal kurz einen Spin hinterher. Wir machen mal bis 105, spinnen wir selber nochmal hinterher. Why not? Vielleicht gibt er ja mal einfach so. Glaube ich jetzt nicht, aber we will see. Ihr könnt auch gerne mal Slot-Vorschläge in die Comments ballern. Okay. Kommt jetzt nichts mehr, glaube ich. Nee, okay, schade. Ja, gut. Aber war kein schlechter Erster dabei. Ich hab jetzt ein bisschen Bock auf Narcos, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, sorry, dass das am Anfang ein bisschen länger gedauert hat da. Aber der Bonusball war cool. Also, sind wir uns einig, Bonusball war ganz nice. Spielen wir mal so auf, keine Ahnung. Spielen wir Minimum-Einsatz? Ja, ich will jetzt heute auch nicht zu ham gehen. Ich habe gestern auf 60 Cent, 80 Cent teilweise gespielt, ein bisschen. Aber ich will jetzt im ersten Video erstmal ein bisschen chillig machen. Wir machen mal 100 Autospins auf 20 Cent. Vielleicht kommen wir in die Free Games. Ja. Also, was ich niemals spielen würde, wäre 10 Cent. 10 Cent finde ich. Da wird mir langweilig beim Zugucken. Aber ab 20 Cent geht's irgendwie. Aber bester Einsatz finde ich ist so 30 Cent. 30 Cent ist so bester Einsatz. Den hätte ich jetzt auch genommen. Aber hier gab es halt kein 30 Cent. Von daher ging halt nicht. Was soll ich sagen? Ja, okay, das juckt jetzt nicht. Oh, okay. Hau rein, hau rein. Hau rein, hau rein, du. Hau! Ach, oh Gott, Alter, so ein. Free Spins? Ah, Digga, scheiß drauf. Ha, ich glaube, jetzt ist der Slot-Sound vielleicht ein bisschen zu leise. Ich mach den mal. Ey, wie gesagt, wenn das hier jemand sehen sollte, das Video, haut's gerne mal in die Comments, ne? Also, welche Slots sollen wir spielen? Wie war der Ton in dem Video diesmal? Also gerne in die Kommentare schreiben, gerne in die Kommentare. Weil ich probiere dadurch mein Content zu verbessern. Ah, komm noch ein. Ach, egal. Also noch einen auf na, irgendeiner Linie und dann hätte er noch einen geben müssen. Narcos ist aber auch schwierig, ne? Da in die Freispiele zu kommen, meine ich. Ich würde sagen, man könnte am Ende noch eine Runde Book of Dead schieben. Und das. Ja, mal sehen. Ich habe jetzt mal 90 Euro aufgeladen. Vielleicht machen wir heute auch bei 70 Euro oder halt 150. Wer weiß, wie es läuft. Aber vielleicht machen wir auch bei 70 Euro Schluss und nehmen dann nochmal ein Video auf oder so. Mit 70 Euro versus Casino. Why not? Meine, wir sind jetzt schon bei 9 Minuten. Gut, davon waren 3 Minuten Gelaber. Weil ich da irgendwelche Free Spins noch hatte, die ich nicht genutzt habe und konnte dann nicht kaufen. Aber, ja, keine Ahnung. Oh, okay. Zahlt sowas? Ja, okay. Nicht, mein war jetzt. Oh, zwei Wilds. Okay, und catch me, come on. Yes, let's go. Okay, wir sind drin. Zumindest catch me. Ich meine, catch me zahlt nicht so viel. Catch me zahlt meistens nicht so viel. Aber ist schon mal not bad, sagen was man so. Jetzt muss halt connecten, ne? 160, 20. Ah, 2. 2 Euro. Ah, okay, aber connected halt nicht. Ja, okay, der connected, wichtig, damit haben wir Reset. 40 Stück.
Vielleicht einen Goldbarren dranhauen oder so, auf korrekt. Wichtig. Barber-Position, weil jetzt kann er hier oder hier einsetzen und der ist mit connected. Das ist nicht schlecht. Come on. Ah, come on, hau nochmal einen ran. Ah, Junge, du Huhn. Ja, macht nichts mehr jetzt, ne? Ah, so ein Bastard, Digga. Wie er jetzt da oben in die Ecken zwei platziert, so ein Hund. Aber okay, 3,30 taken wir mal mit. Machen wir nochmal 25 Autoplays rein. Oh, direkt nochmal. Kann ich skippen? Nee, ich wollte jetzt mal einen Fastspin machen. Ja, okay, Schmutz. Jetzt aber, komm, Digga, gönn. Oh, sitzt da einer drunter, der Bastard. Komm, 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 komm. Yes, let's go, wir sind wieder drin. Wichtig, vier Stück. Jetzt vielleicht auch mal einen Goldbarren oder so. Würde ich führen, 2 Euro, guter Hit. Ja, okay, der Rest war wieder Schmutz. Ja, direkt dran gesetzt, nicht schlecht. Wie viel? 60, ja gut, okay. Goldbarren, Bruder, Goldbarren. Ja, oh, oder Goldkiste ist das. Ich dachte immer, Barren hatte ich jetzt irgendwie im Kopf. 2x. Now we're talking. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. 8 Euro sind wir jetzt. Setzt der, wenn er da jetzt nochmal einen Narcos dran setzen würde, würde der das auch mal 2 machen dann? Also den 9? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ah, jetzt hat er genug gegönnt, sagt er. Setzt noch dran. Na, okay, schade. Aber okay, wir beschweren uns nicht. Ich sag's dir so, wie es ist, wir beschweren uns nicht. 8 Euro. Kann man taken, kann man taken. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir bei 110 rausgehen und nochmal für ein 20, ein Sweet Bonanza Bonus beimachen. Oder ob wir halt nochmal auf 30 Cent bis 90 Euro Book of Dead spielen. Da bin ich so ein bisschen am Überlegen. Oder wir bleiben hier drin bis 100 und machen dann 50 Spins auf 20 Cent in Book of Dead. Könnte man auch machen. Ich würde nämlich mal gerne hier die Freispiele sehen. Letzte Mal, als ich hier Freispiele gesehen habe, ist schon recht lange her. Und da hatte ich die, glaube ich, nicht mal selber, meine ich. Keine Ahnung, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, da habe ich einen Stream gesehen. Aber not sure. Kann auch sein, dass ich es selber hatte. Auf jeden Fall war es kein krasser Win. Vielleicht 50x oder so, sonst wüsste ich es. Ja, okay. Keine Verbindung. Ha, ich weiß nicht. Ich glaube, wir können auch bei 110 raus, ne? Na, nee. Oh, okay, nochmal catch me. Nochmal catch me. Ah, Digga. Fußspins? Ah, ja, ich glaube, jetzt will er nicht mehr. Wir machen nochmal ein Fastspin. Nee, okay. Ich habe mich entschieden, wir gehen raus. Wir machen auf 30 Cent eine Book of Dead. Weil ich glaube, Book of Dead ist auch das, was viele sehen wollen. Oh, jetzt bollert da wieder jemand. Perfekt, Kuss. Aber Book of Dead ist, glaube ich, auch, das wollen viele sehen immer. Aber vielleicht ist das auch alt. Also früher wollten viele Book of Dead sehen. Vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr so. Ich weiß es nicht. Machen wir mal rein da. Also 90 nehme ich auf jeden Fall mit, weil 90 habe ich deposited. Dann stoppen wir bei 90. Wenn wir da wieder hinkommen, wäre ein gutes erstes Video, würde ich sagen. Und dann können wir damit auf jeden Fall theoretisch nochmal neues Video aufnehmen. Je nachdem, wie viele das auch schauen. Ich lade das erstmal hoch. Ja gut, vielleicht nehme ich auch direkt ein zweites Video auf, aber ich glaube, ich lade es erstmal hoch. Guck mal, ob da so zwei, keine Ahnung, vielleicht 10, 20 Klicks drauf kommen. Ob da irgendwie Vorschläge für Maschinen in die Kommentare kommen, weil dann kann ich irgendwie auch ein bisschen mit euch interagieren, eure Maschinen zocken. Ja, das wäre so das, was glaube ich am besten ist. Aber keine Ahnung. Oh, okay. Spiele. Oh, ist das eine Linie? Ist das eine Linie? Nee, ne?
Digga, hier ist der. Oh mein Gott, ich dachte, ich habe jetzt eine Fünferlinie. Da, ach Digga, dann leck mich doch am Arsch. Ich dachte, ich habe jetzt eine Fünferlinie. Das war so eine krumme Linie, da war ich mir nicht mehr sicher. Scheiße, Mann. So ein Bastard. Ich dachte, ich habe jetzt eine Fünfer. Ich dachte, ein Fünfer habe ich. Scheiße, Mann. Sonst kann man auch mal Live-Casino. Bei Live-Casino verliere ich immer nur. Ich sage euch so, wie es ist. Man kann auch mal Live-Casino mal spielen. Aber ich finde, Live-Casino muss man irgendwie immer so viel setzen, um was gewinnen zu können. Und man gewinnt so selten. Also jetzt nicht Roulette Blackjack, aber so diese hier Crazy Time, Monopoly, ne, hier, wie heißt das nochmal, Dreamcatcher. So, da verliere ich immer. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch dumm. Ist nicht auszuschließen. Ja, aber hier. Vielleicht packe ich den Link doch in die Beschreibung, aber ich von dem Casino jetzt aber dann wahrscheinlich ohne Affiliate-Link. Ich habe da nämlich keinen Plan von. Ich habe das jetzt nicht hier das Video erstellt, um irgendwie Affiliates abzugrasen. Keine Ahnung. Registriert sich wahrscheinlich sowieso keiner über den Link, aber ich meine nur so in der Theorie. Da gibt es ja viele YouTuber, die da irgendwie Streams machen mit eigenen Websites und da die Karacash machen. Über die Fee jetzt, keine Ahnung. Das war jetzt nicht mein Ziel. Ich wollte einfach mal entspannt mit euch eine Runde zocken. Deswegen bin ich wie ihr. Kleiner Spielsüchtiger, so ein Ding ist das. Ah, hör mir auf, Mann. Ja, aber der hat ja überhaupt keinen Bock hier. Was ist das denn? Oh, okay, Full Line. Anscheinend hat er doch Bock, so ein Ding ist das. Ja, okay. Ich mach mal Fastspins an, Bruder. Ich weiß nicht. Irgendwie, der geht mir irgendwie zu langsam. Hat ja auch eine neue Spin-Animation. Früher war der doch ein bisschen anders. Der spinnt jetzt so komisch. Oh, okay. Freispiele waren möglich. Hier und Viererlinie. Also Fünferlinie war possible. Ja, der macht schon so einen kleinen hier Spiel mich weiter. Aber ich weiß nicht, ob er Spiele gibt. Was jetzt? Was denn jetzt, Mann? Ey, ich mach den Spin. Meine Fresse. Ein Buch. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass der irgendwie. Dass der vielleicht irgendwie nicht so die Bücher schmeißt. Aber okay, vielleicht überrascht er uns auch und er schmeißt die Bücher. Keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Ja, oh, Digga, leck. Ach, Digga. Viererlinie Kugel, okay. Ja, mit Fastpins finde ich gerade besser, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob euch das stört. Könnt ihr auch mal in die Comments packen, ob ihr Fastpins jetzt scheiße findet. In den Freispielen werden die Fastpins natürlich wieder aus. Aber ich finde gerade besser mit Fastpins. Ja, okay, Viralina. Ass. Sieht nicht gut aus. Die skippen wir jetzt mal durch hier. Jetzt ist die Frage, was machen wir, ne? I mean, wir haben jetzt, wie gesagt, bei 90 wollte ich rausgehen. Spielen wir den bis 90 noch runter. Irgendwie, ich glaube jetzt nicht so, dass die Freispiele kommen, weil der ist so ein kleiner. Also manchmal merkt man das in dem Spiel einfach. Keine Ahnung. Ich meine, ich hoffe natürlich, ich täusche mich, aber keine Ahnung, ich glaube. Och, Digga, setz ihn doch hier hin, Mann. Nee. Komm, Digga, einmal Freispiele sehen, das wäre so geil.
Ja, er macht den Zinker-Move. Vielleicht nochmal 50 Cent Spins. Machen wir mal auf Slow die 50 Cent Spins. Come on. Auf 50 Cent, Bruder, das wäre so krass. Oh, Junge. Ja, Digga, hinten zwei Bücher. Also wirklich, fällt mir nichts mehr zu ein. Ich sag's dir so, wie es ist. Ja gut, Leute, das war's dann vom ersten Video. Ich hoffe, euch hat der kleine Casino-Test, Casino versus, keine Ahnung, was gefallen. Wie gesagt, schreibt Slots in die Kommentare, die ich mal zocken soll. Oder auch Live-Casino, aber da weiß ich noch nicht, ob ich Live-Casino wirklich reingehen will. Ja, keine Ahnung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.